Also als ich den ersten in meinem Leben davon gekriegt habe, war ich so fasziniert von dem Fisch. Wie kann es denn so was geben? Hey, der läuft ja. Nee, der läuft nicht, der schwimmt, der gleitet. Das ist gar kein Schwimmen. Der geht einfach so durchs Aquarium, verschwindet hinterm Stein und nach einiger Zeit taucht er falsch rum wieder aus. So ein ganz großes Auge erscheint. Vorher hatte der nur ein ganz kleines Auge. So ein großes Auge erscheint und kommt dann da raus. Da kommt er mit dem Schwanz rückwärts raus und hat wie so ein V, ein Pfauenauge, ein Auge allerdings wie eine Muräne, auf den Schwanz rauf. Und jeder, der guckt, meint, oh, jetzt kommt ein gefährliches Tier. Da musst du mal ein bisschen aufpassen. Ein Hammertier. Das Auge, was da hinten ist, das ist natürlich so ein Mimikry. Das heißt, der zeigt ein Auge, was er gar nicht hat, ein falsches Auge. Nur um andere abzuschrecken, um denen Angst zu machen, um sich platt zu machen, um in aller Ruhe aus dieser Höhle, wo er sich gerade versteckt hat, wieder rauszuschwimmen. Ne? Braucht man nicht immer so gucken, kommt da jetzt einer, der mich fressen will? Nee, da kommt so ein fettes Auge um die Ecke, da sind erstmal alle weg. Und dann kann er in aller Ruhe rausgleiten und steht dann im Aquarium. Und dieses Ereignis muss man eigentlich genießen. Also ich sehe ja mal wieder gar keinen. Ist aber einer drin, bin ich mir ganz sicher. Übrigens, das sind lebende Garnelen. Die leben schon in dem Wasser von diesem Aquarium. Nicht, dass ihr dann wieder schreibt, man darf die nicht mit Wasser reinschütten. Hat der Norbert doch immer gesagt, jetzt macht er das selber. Jo, macht er selber. Allerdings sind die Garnelen an dieses Wasser schon eingewöhnt. Genauso wie wir unsere Fische ja auch eingewöhnen, so haben wir die Garnelen eingewöhnt. Deshalb schwimmen die hier auch so. Ich würde noch ein paar Salinenkrebse, lebendige, dahinter schicken. Er frisst also liebend gern solche Garnelen. Aber wenn wir dann noch ein paar Salinenkrebse, die kommen jetzt natürlich in jeder Ecke gleich an, vielleicht haben wir die Chance, ihn zu sehen. Aber wenn nicht, dann erzähle ich euch einfach eine spannende Geschichte über den Fisch. Findet ihr doch eh gut. Schreibt mir immer welche in die Kommentare. Der Norbert könnte mir auch eine Geschichte über einen Pappkarton erzählen. Und dann würde ich auch zuhören. Nee, so schlimm ist es nicht. Ihr müsst nicht über den Pappkarton. Er ist nicht da. Über Pappkarton. Wir können auch über ein Glasaquarium sprechen. Nein, wir sprechen heute über den Mirakelbarsch. Barsch-ähnlich ist er auf alle Fälle. Das Wort Mirakel kommt ja aus dem Englischen. Das ist Miracle. Das ist Wunder. Wunder ist vielleicht so, weil er immer versteckt ist. Nee, nicht immer. Wenn er länger da ist, wird er zahmer, kommt auch zum Fressen raus. Er tut mir bis jetzt noch nicht den Gefallen. Und im Anfang ist er wie so eine wundersame Erscheinung, weil er ist ganz anders als alle anderen Fische. Ja, im Meerwasser, da erwarten wir ja eigentlich bunt schillernde Fische. Und er ist schwarz mit weißen Punkten. Und dieses Faunauge hinten, was aber dann in der Natur aussieht, eben wie ein Moränenauge. Aber er huscht einfach wie so eine schemenhafte Gestalt dadurch. Nicht der grelle Fisch, der prall im Aquarium steht, der Wow-Effekt macht, sondern, also als ich meinen ersten Mirakelbarsch zu Hause im Aquarium hatte, da habe ich also das Fernsehen ausgemacht, wenn er rausgekommen ist. Da war dann absolute Stille im Raum. Hör mal, der kam wie so ein Geist daraus, schwamm. Eigentlich trieb durch den Aquarium, ja klar schwamm er, aber das sah nicht richtig aus wie Schwimmen. Der macht also keine großen Flossenbewegungen, der gleitet, so würde ich das vielleicht nennen. Also total anmutig, der hat einfach was. Den Fisch muss man gesehen haben, den muss man genießen. Das ist einfach eine Show, der ist sehenswert. Allerdings sieht man ihn nicht häufig, aber da ist ja das Schöne an unserem Hobby. Man kann ja im Aquarium ganz viele bunte Fische haben und dann muss man aber auch einen haben, der einfach der King im Aquarium ist, der gar nicht so den King darstellt, der unterdrückt nicht die anderen, sondern ist eigentlich ein ganz ruhiger, friedlicher Fisch, der sich gerne von Garnelen ernährt. Aber das Thema Garnelen ist also auch ein heikles Thema. Wir haben ja im Meerwasseraquarium ganz oft Putzergarnelen und Putzerfische. Und bei Putzerfischen ist das Problem größer als bei den Garnelen. Also ich würde keinen Putzerfisch beim Mirakelbarschen einsetzen, weil die weißen Punkte, die er über den ganzen Körper hat, ja fast jeder Aquarianer, der hier zuhört, der hatte schon mal zu Hause weiße Pünktchenkrankheiten oder Odinium.
was ja dann eben nur kleinere weiße Pünktchen sind. Und so ein Putzerfisch geht da dran und frisst die natürlich ab. Der putzt den Fisch von den Krankheiten frei. Nur das Problem ist, wenn die weißen Punkte gar keine Krankheiten sind und er die weißen Punkte immer wegputzen will, macht er dann irgendwann mal Schäden an der Haut vom Mirakelbarsch und dann ist er verletzt. Das heißt also, Putzerfische niemals im Aquarium von Mirakelbarschen. Die leben gerne im Paar. Ja, wie kann ich denn so ein Paar unterscheiden? Ja, wenn die so ganz jung sind, man kann die manchmal als Nachzuchten so klein kriegen, aber extrem selten kommen die als Nachzuchten. Sind dann auch viel, viel teurer als Naturentnahmen. Kann man gar nichts sehen. Da müsste man sich ja gleich eine kleine Gruppe, 4, 5 Stück kaufen. Ist natürlich nicht ein preiswerter Fisch, ob man das investieren will. Das ist so das eine. Wenn man probieren will, dann investiert man natürlich. Wir wollen ja einen Erfolg haben. Wenn die größer sind, so wie wir sie schon mal als Naturentnahmen kriegen, dann sind die so 15, 17 Zentimeter. Die werden also in der Natur 15 bis 20, also in erwachsenen Zustand, werden die also oft eingeführt. Kann man das sehen, wenn man mehrere optisch zur Verfügung hat? Also das Männchen hat also einen viel bulligeren Kopf und unten die Bauchflosse ist etwas länger ausgezogen. Aber wenn ich einen sehe, haben die alle einen bulligen Kopf und haben alle schön ausgezogene Flossen. Also die Männchen haben nur schöner ausgezogene Flossen und einen bulligeren Kopf. Also nicht eingucken und der sieht bullig aus und das ist ein Männchen. Nee, dann findet ihr womöglich nie ein Weibchen, weil die auch alle einen bulligen Kopf haben. Aber es ist sicherlich spannend, die zu züchten. Wir wissen, dass die schon gezüchtet wurden. Es gibt schon ein ganz paar Züchter. Hier in Deutschland aber noch gar keinen. Das heißt, das wäre mal eine Herausforderung für euch, mal mit so einem Pärchen zu züchten. Ich nehme auch gerne die Jungen ab, also keine Angst, dass man die nicht los wird. Also wenn man die natürlich halten möchte, so ein 500-Liter-Aquarium wäre absolut Unterkante. Für ein Jahr okay, der geht vielleicht auch schon im 300-400-Liter-Aquarium. 500 Liter für ein Paar ist aber ganz, ganz knapp. Das Problem ist also nicht, wenn ich das Paar habe und die 500 Liter, sondern wenn ich die neu gekauft habe. Also wenn ich ein festes Paar habe, geht das natürlich auf jeden Fall. Da ist das alles gar kein Problem. Nur wenn das Paar sich findet oder wenn ich mich doch vertan habe und ich habe also zwei Männchen und die vertragen sich nicht, dann wäre das natürlich nicht klasse, wenn die sich jagen und der kann nicht ausreichend ausweichen. Ja, der lebt ja relativ viel versteckt. Wenn genug Versteckplätze da sind, dann sind die beide weg und ich sehe die nicht. Kann aber dann sein, einen Morgen sehe ich dann einen schwimmen, der ist total zerfetzt und hatte dann doch nicht genug Ausweichfläche. Also zur Zucht mit einem festen Paar, 500 Liter, kein Problem, denn die prügeln sich nicht. Aber um die sich finden zu lassen, wäre sicherlich die doppelte Größe, gut dekoriert, wäre schon der richtige Einstieg, um das zu schaffen. Wenn sich das Paar natürlich gefunden hat, wie ihr die dann wieder da rausholt, das will ich mal euch überlassen. Was ich weiß, als Tipp zum Züchten, so wie die versteckt leben, so versteckt legen die natürlich auch ihre Eier. Immer in der Höhle, also fast unsichtbar. Männchen und Weibchen, beide machen Brutpflege, ganz wichtig. Gibt ja einige Tiere, da muss man Männchen oder Weibchen wegnehmen. Also die kann man auf Dauer zusammenlassen. Und die passen also beide wirklich gut auf das Gelege auf. Das wäre ja mal spannend. Also ich hoffe mal, ich habe mal demnächst hier den ersten Kunde, der hier reinläuft und sagt, hör mal Norbert, ich habe da was. Wir haben ja auch vor kurzem den Film gemacht über den Fußsohlenfisch. Da haben 5 Kunden drunter geschrieben, dass sie den schon gezüchtet haben. Ich hoffe auch, dass sie mir die bald anbieten und nicht nur züchten und woanders abgeben. Hör mal, ich habe da Spaß dran. Ich würde die gerne kaufen. Die Ernährung hatte ich gerade schon so angerissen. Alles so Garnelen, Krabben, Krebstiere, Muschelfleisch, da wo sie drankommen. Aber er ist nicht so der brutale Räuber, der die Fische zerreißt und die mit Gewalt runterschluckt, sondern eigentlich so dezent, wie er schwimmt, so nimmt er die Nahrung auf, schluckt die runter und fertig. Da gibt es keine großen Kämpfe. Das heißt also, der ist schön anzusehen und der ist friedlich im Gemeinschafts-Meerwasser-Aquarium. Eigentlich eine ganz tolle Bereicherung. Der Star, das Highlight in dem Aquarium, ich finde das klasse. Er kommt von zu Hause aus dem Indopazifik, da ist natürlich ganz klar warm, so 24 bis 27 Grad.
Ich würde also eher 26, 27 sagen. Aber wenn er eingewöhnt ist, kann man natürlich auch ein bisschen mit der Temperatur runter. Ist also eigentlich immer so. Wenn die Fische neu kommen, ist ja immer die Gefahr, dass sie ein paar Krankheitserreger auf der Haut haben. Und wenn die Temperatur sehr niedrig ist, entwickeln die sich auch ganz langsam. Hat einen Vorteil, hat aber auch einen Nachteil. Ich sehe das nicht, die Entwicklung, was da passiert. Wenn er wärmer gehalten wird, entwickelt sich das schneller. Dann kommt jetzt wieder die Frage, ja, aber wenn ich den in mein Aquarium reinschütte und der ist dann krank, dann kann ich dem ja nicht mehr helfen, dann muss der dann sterben. Also wenn ich ein 500 oder 1000 Liter Meerwasser-Aquarium habe, dann habe ich auch irgendwo im stillen Kämmerlein ein 100 oder 200 Liter Aquarium, nicht so stark dekoriert wie hier. Da stehen ein, zwei, drei Steine drin, aber ich habe von jeder Seite Einblick, kann meine Fische kontrollieren und dann halte ich die 2 bis 4 Wochen in diesem sogenannten Quarantäne-Aquarium und beobachte die Tiere. Und erst wenn ich mir ganz sicher bin, dass die gesund sind, dann tue ich die in mein Gesellschaftsaquarium zu denen, wo ich weiß, dass die gesund sind. Da sagen immer, ja, so ein 200-Liter-Aquarium und das kostet so viel und tralala. Ja, die Geschichten habe ich alle schon gehört. Wisst ihr, was viel, viel teurer ist und viel, viel schlimmer? Wenn alle Fische sterben, die da drin sind, und da hat man lieb gewonnen, das sind Familienmitglieder. Von dem Preis, von dem Wert im Meerwasser ist man schnell auch bei einigen tausend Euro, die man da verliert. Naja, wer hat's, der kann es ja geben, kann jetzt der eine sagen, aber da geht halt nicht drum, es geht um Lebewesen. Und wir bemühen uns, Lebewesen zu schützen und wir wollen ja die Tiere lange am Leben halten und nicht zuschauen, wie sie sterben. Und entweder ist mir so ein Quarantänebecken die ganze Geschichte wert oder ich sollte das lassen, dann habe ich auch keine Probleme damit. Natürlich in mein Aquarium Kakteen rein, lass vorher das Wasser raus, können die nämlich nicht vertragen. Salz müsste ausgewaschen werden. Und bei Kakteen kenne ich nicht so diese Krankheiten, die die anderen anstecken. Kann den Kaktus dabei setzen und dann ist halt alles in Ordnung. In dem Quarantäne-Aquarium braucht auch der Fisch einen Versteckplatz, denn das Fangen, das Umsetzen ist natürlich Stress für jeden Fisch. Und diesen Stress wollen wir ja den Tieren nicht antun oder minimieren. Stress ist es, aber Stress ist ja auch gar nicht schädlich. In der Natur haben alle Lebewesen auch Stress. Da sind immer welche, die einen fressen wollen, immer welche, die einen jagen. Die haben auch in Natur Stress. Also manche sagen ja, null Stress für alle Tiere, halte ich persönlich für falsch. Wie sagt man schön, einmal am Tag soll man sich mal ein bisschen aufregen oder ein bisschen anstrengen, dass der Blutdruck hochgeht. Das Herz, die Pumpe, der Kreislauf muss ja auch wissen, wie er funktioniert. Mal in einer schwierigeren Situation, wenn wir immer nur auf dem Standard der Intensivstation unterm Sauerstoffzelt sind, können wir uns gar nicht mehr draußen bewegen, halten wir diesen Stress gar nicht aus. So, der gewünschte Haltungscheck, Mirakelbarsch, die Größe 15 bis 20 cm, steht in den Büchern. Ich habe schon 25, 27 cm große gesehen. Ihr werdet bestimmt in die Kommentare schreiben, wenn ihr noch größere habt. 500 Liter Aquarium mindestens. Ich sage hier extra nochmal dabei, Meerwasser-Aquarium, weil viele Süßwasserfreaks ja sagen, boah toll, den will ich auch haben. Geht nicht, vergesst es, schafft euch Meerwasser an, sonst kann man nicht diesen Fisch durchs Aquarium gleiten haben. Der kann über 20 Jahre locker werden, ich glaube auch 30. Also wenn man den jung kriegt, manchmal kriegen wir so kleine Nachzuchten, die brauchen natürlich 2 Jahre, bis sie laichfähig sind, bis man ein Paar daraus finden kann. Aber die Erfahrung hat gezeigt, wenn man Naturentnahmen hat und setzt ins Aquarium, die ersten 2 Jahre laichen die nicht ab. Da müsste man Dival zugehen. Der Fisch braucht also schon eine Zeit, um sich einzugewöhnen, um sich sicher zu sein, dass er da sicher ist. Und man muss natürlich sich sicher fühlen, um Nachwuchs zu kriegen. Und 2 Jahre dauert das immer. Aber wenn ihr Erfahrung habt, ihr schreibt mir das, ja? Abgeleicht wird in Höhlen. Brutpflege machen sie beide. Wie viel Eier die legen, hat tatsächlich noch gar keiner geschrieben. Ich würde die mal schätzen auf Gelege von locker 100, 200 Stück. Aber da ist nichts belegt. Habe ich noch nichts Genaues gehört. Kriegen wir aber bestimmt in den Kommentaren demnächst zu hören. Männchen und Weibchen passen beide auf das Gelege auf, machen also richtig Brutpflege, wie wir das auch aus unseren Süßwasseraquarien von den Zichliden her kennen. Ernährung, Futter, Garnelen, Muschelfleisch, alles so, Krabbenfleisch, alles so in der Richtung, also so,
Krebstiere, Herkunft Indopazifischer Ozean, können wir alle, da fahrt ihr doch immer alle in Urlaub mit, oder? Nicht? Seid ihr da nicht? Achso, nicht. Ja, ist egal. In Asien, Südostasien, alles, was da drunter an Meer ist, müsst ihr mal auf den Globus gucken. Da sind wir im Indopazifischen Ozean. Temperatur ist da an der Oberfläche fast immer 30 Grad, aber da ist nicht immer an der Oberfläche. Da fängt meist an, so ab 30 Meter Wassertiefe bis 300. Kommt auch schon mal höher ans Ufer, aber da unten ist es ein bisschen kühler, so 24 bis 27 Grad. Das ist die ideale Wassertemperatur. Beim Eingewöhnen lieber 26, 27. Später gut eingewöhnt, kein Problem bei 24. Ganz wichtig ist natürlich, viele Höhlen, viele Spalten, Schlupflöcher braucht er. Der Fisch ist ja nun mal so hochkant, so wie die Hand. Der braucht nur so einen Spalt, wo der reingleitet. Da fühlt er sich wohl, da fühlt er sich sicher. Bietet auch sowas an. Nicht solche Höhlen, damit ich ihm beim Ableichen zugucken kann. Das wird dann nichts. Macht euch gar keine Hoffnung. Das seht ihr eh nicht. Und weil ihr den am Tag nicht seht, wollte ich noch sagen, dämmerungsaktiv ist er auch noch. Wenn wir aber jetzt den Mirakelfisch zu Hause haben und wir wollen den sehen, dann macht er nicht morgens um 10 das Licht an, wenn ein Knall und Klatsch ist hell und meint, jetzt wird gefüttert, jetzt müsste der kommen. Den Gefallen wird er uns nicht tun. Vielleicht, wenn wir den 2 Jahre haben. So lange dauert das auch meist, wenn man ein Pärchen hat, bis die erste mal Eier legen. Dann sagen jetzt bestimmt wieder einige, ja, wenn die erst in 2 Jahre Eier legen, wie alt werden die denn? Da braucht ihr euch keine Sorgen machen. 20 Jahre ist für die gar kein Problem. Das wird überall beschrieben. Und ich würde die auch gerne auf 30 Jahre hintippen. Da können wir auch 2 Jahre darauf warten, bis die erste mal Junge kriegen. Beziehungsweise, ich habe mir große gekauft, die Naturentnahmen sind. Die werden sich die ersten 1-2 Jahre auch noch nicht paaren. Die müssen sich erst mal zu Hause fühlen. Aber jetzt noch mal zurück mit morgens Licht an und einfach Futter reinhauen, das wird nicht funktionieren. Wenn den Tag ganzen Tag das Licht brannte und das geht dann abends aus. Vielleicht habt ihr auch schon so einen Dimmerschalter dran. Abends geht so langsam das Licht aus. Und wenn das fast aus ist, dann taucht er auf einmal aus dem Nichts auf, schiebt dann seine große Schwanzflosse als erstes raus im Aquarium, fährt damit wie aus der Garage so um die Ecke und nimmt dann das normale Gleiten im Aquarium auf und dann, nicht erschrecken, dann ganz vorsichtig Futter zu geben. Das ist ja so ein Ding, das muss man gesehen haben. Also ich bin der Meinung, das ist eine Show. Wenn ihr natürlich mehr die Hektiker seid und alles braucht, was kribbelt, dann ist das nicht euer Fisch. Dann habe ich in anderen Sendungen Fische, die für euch passen. Aber das ist für jemanden, der wirklich ein Aquarium in Ruhe genießen will und seine Highlights kommen nacheinander auf die Bühne. Einfach ein paar Raritäten im Aquarium. Der Mirakelfisch ist mit Sicherheit die Rarität, wo man sagt, boah, das ist der Star. Er ist nicht der bunteste, aber er ist der Star. Wenn man ihn gesehen hat, will man ihn nie mehr missen. Der Fisch ist einfach ein Traum. Ich hoffe, dass die Sendung für euch auch ein Traum war. Ich habe mich angestrengt. Ich habe euch hier den leeren Schuhkarton jetzt die ganze Zeit gezeigt, wo er sich nicht gezeigt hat. Aber ihr konntet ja die ganze Zeit mein T-Shirt sehen. Das könnt ihr übrigens auch kaufen in allen Größen. Und wenn gelb nicht toll ist, gibt es das auch in anderen Farben. Ist alles kein Problem. Könnt ihr einfach bei uns bestellen. Aber wir haben in das Video den Fisch gefilmt, wo er in einem leeren Aquarium ist, wo er nur ganz kurzzeitig drin ist, damit ihr überhaupt Bilder habt, wie schön der Fisch ist. Die haben wir einfach in die Sendung eingeblendet, damit ihr nicht so ein langweiliges Aquarium mehr sehen müsst. Ich denke mal, das hat euch gefallen. Wenn ja, ihr schreibt mir das unter Kommentare. Wenn nein, sagt ihr am besten nichts. Denn alle, die schimpfen, bin ich immer so traurig. Das mache ich nicht so. Also lieber den Daumen nach oben. Nee, Quatsch. Ganz falsch. Ihr dürft auch sagen, was euch nicht gefällt. Ich bemühe mich zu bessern. Ich lese alle Kommentare. Ich beantworte die meisten. Ich weiß nicht alles. Ich bin nicht immer ganz in der Abteilung. Wenn einer dann sagt, wie richte ich ein Aquarium ein? Die Frage ist mir schon ganz oft gestellt worden. Das kann ich nicht mal eben schreiben. Ich sitze schon am Tag nach Feierabend 4 bis 5 Stunden an meinem Rechner und beantworte das. Dann verlinke ich euch zu der Abteilung, die euch dann gut beraten kann. Das ist nicht, weil ich da zu bequem für bin, sondern einfach ein 16-Stunden Arbeitstag ist für einen Rentner wie mich auch genug. Ich hoffe, ihr versteht das und wir sehen uns nächste Tage wieder beim nächsten Video. Ich zähle auf euch. Tschüss.